Einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro-Ronny. Ich bin der Ronny und heute teste ich mal ein neues Setup, denn ich habe mir eine DJI Osmo Pocket 2 geholt mit dem dazugehörigen Mikrofon. Und also was heißt dazugehörig? Das gehört einfach in diesem Bundle, in diesem Creator-Combo. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so macht. Als erstes will ich mal ganz kurz auf mein Problem eingehen. Ich bin jetzt von zu Hause zum Supercharger hier nach Troisdorf gefahren und ich habe immer noch das Problem, ich zeige es euch mal eben, wenn ich hier nämlich dreimal drauf drücke auf die Taste, könnt ihr das sehen? Ich habe immer noch Edge, das heißt, ich habe immer noch keinen richtigen Empfang. Also er sagt jetzt hier oben Edge und das könnt ihr auch sehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Spotify reingehe und sage jetzt hier irgendwas suchen, zum Beispiel wir suchen jetzt das letzte, dann findet er nichts. Das heißt, die Karte bucht sich nicht korrekt ein. Okay, Vorführeffekt. Es scheint jetzt funktioniert zu haben. Allerdings Anzeige immer noch Edge. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ich gehe mal gerade hin, suche nochmal was anderes. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal die Fanta 4. War doch, scheint zu funktionieren. Aber er sucht. Ja doch, findet er was. Aber trotzdem, die Anzeige ist immer noch Edge. Also, es scheint zu funktionieren, aber Anzeige Edge, das bedeutet für mich, dass da irgendwas nicht stimmen kann. So, kommen wir mal zurück zum Thema. Wir haben ein Update heute in der Nacht gehabt. Ich gucke mal gerade, wo die Versionshinweise sind. So, nochmal umdrehen. So, wir haben nämlich jetzt aktuell die 2022.8.2. Übrigens ist immer noch Edge. Keine Ahnung, ich lasse es auf jeden Fall checken nächste Woche. So, Schätzung der Ladezeit wurde verbessert. Verbesserung des Aufladens. Schätzung der Ladezeit. Die geschätzte Ladezeit sind jetzt noch genauer, da die aktuellen Temperaturen der Batterie mit berücksichtigt wird. Wenn ein Fahrzeug an einem Supercharger oder ein Schnellladegerät eines Drittanbieters angeschlossen ist. Finde ich interessant, müssen wir da mal schauen, wie sich das verhält. So, kommen wir mal zum nächsten. Fahrzeugvorkonditionierung, genau. Das hatte ich auch gelesen bei uns in der Community, hatte auch der ein oder andere gesagt, dass das immer ein bisschen ärgerlich ist. Denn vorher war es so, du bist in die App, hast die Vorkonditionierung gestartet und hast dann gesagt, ja, wenn ich jetzt runterkomme, dann ist der schön auf 20 Grad oder so. Und das Problem ist, sobald du die Tür geöffnet hast, war das weg. Ja, also er hat es dann ausgeschaltet. Und jetzt ist es so, Fahrzeugvorkonditionierung. Die Fahrzeugvorklimatisierung, die über die Tesla-App aufgerufen wird, bleibt jetzt bis zu 30 Minuten nach dem Öffnen einer Tür aktiv, sodass Ihr Fahrzeug leichter beladen, also leichter beladen können, ohne dass die Klimatisierung, also die Klimaregelung beeinträchtigt wird. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich fahre jetzt gleich los, ihr bringt dann, keine Ahnung, Kinder hinten in den Kindersitz und naja, ihr kennt das ja, aber sobald du halt einmal die Tür aufgemacht hast, war das halt aus und jetzt ist es halt so, dass es anbleibt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das okay, ob ihr das nutzt oder so. So, aktive Telefonanrufe. Ab sofort können Sie Ihre Telefonkarte ausblenden. Das heißt, die sprechen davon, wenn hier unten ein Anruf eingeblendet wird, dass das dann ausgeht. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das besser ist, wenn man das wegwischen kann. Also hier steht auf jeden Fall, ab sofort können Sie Ihre Telefonkarte ausblenden, sodass Sie die nächste Abbiegung sehen können, wenn die Wegbeschreibung verdeckt ist. Um die Karte wieder anzuzeigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol. Damit meinen die natürlich den grünen Hörer, logischerweise. Des Weiteren ist eine neue Sprache reingekommen und zwar Tschechisch ist jetzt in dem Display verfügbar. Ich wollte nur anmerken, ich habe immer noch Edge, er hat es immer noch nicht regeneriert. Also wie mache ich das meistens weg? Ich gehe meistens dann hin und sage, ich halte die beiden Knöpfe am Lenkrad gedrückt, bis das Logo ausgeht. Was ich noch nicht getestet habe, was ich auf jeden Fall mal machen werde, ist, wenn ich nämlich die Radreifen wechsle im Fahrzeug, dann soll das wohl ebenfalls möglich sein. Dann startet nämlich der Wagen komplett neu. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Was ich schon gemacht habe, ich habe schon mit gedrückte Tasten und Bremse getreten. Habe ich auch schon gemacht, hat auch nichts gebracht. Deswegen werde ich jetzt mal
das mit den Rädern machen. Genau, und ich möchte jetzt nämlich mal das testen, was man mir in die Kommentare noch geschrieben hat, indem ich nämlich die Räder tausche. Das heißt, ich werde jetzt von den 19 Zöllern auf die 20er wechseln und von den 20ern wieder auf die 19 Zöller, damit das halt so korrekt ist, wie es halt sein sollte. Deswegen gehe ich jetzt mal eben auf den Bildschirm, da gehen wir mal ins Menü und ich meine unter Service, genau, da haben wir hier nämlich die Reifendruckanzeigen und ich glaube, hier kann ich irgendwo da Räderkonfiguration. Und hier, wenn ich jetzt einmal von den 19 Zoll auf die, wir können mal die 21 Zoll auswählen. Genau, das Ändern der Räderkonfiguration beeinflusst die Reichweitenschätzung, den Füllstand, Reifendruckwarnung und die Visualisierung Ihres Fahrzeugs. Die Fahrzeuge wird nach der Wahl von bestätigt neu gestartet. Genau, und das werde ich jetzt tun. Deswegen startet jetzt der Wagen neu. Da bin ich mal gespannt, ob dann vielleicht sogar so mein übrigens immer noch Edge-Problem, ob das vielleicht so behoben wird. Genau, der Wagen startet jetzt neu. Das geht aber relativ fix. Der ist sogar schon neu gestartet. Das ging schneller, als wenn ich den über die 10 Sekunden neu starte. Jetzt habe ich hier die 21 Zöller drauf. Sieht sogar richtig schick aus, wenn ich ehrlich bin. Aber das wollen wir ja nicht. So, Räderkonfiguration. Jetzt machen wir wieder die 19 Zöller drauf. Bestätigen. Ich lasse das jetzt mal drin, damit ihr seht, wie schnell der hier neu startet. Übrigens, oben ist immer noch Edge. Das hat wahrscheinlich nichts gebracht. So, er startet neu. Bildschirm wird dunkel. Da wird der Bildschirm, ja, zack, da ist er wieder. Das geht relativ schnell. Ja, jetzt habe ich hier die 19 Zoller drauf, leider. Aber immer noch Edge. Also das behebt auch nicht das Problem. Ja, das ist nicht so toll. Ja, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde mal wieder auf mich schalten. Und jetzt werde ich mal die Bremse treten. Genau, er will in den Fahrmodus gehen. Jetzt gehe ich hier und halte die zwei Tasten noch gedrückt, weil ich jetzt den Wagen einfach mal komplett neu starten will. Mit gedrehter Bremse natürlich. Also ihr habt es gesehen, das Problem, was ich halt habe mit dieser Anzeige ist, er scheint zu funktionieren. Also er hat wahrscheinlich LTE. So, da ist das Tesla-Logo. Ich glaube, jetzt kann ich schon loslassen, oder? Muss ich da jetzt... Ich glaube, das ist dieselbe Art und Weise. Ich lasse es schon mal los. Ich zeige es euch schon mal. Es geht relativ schnell. Ja. Jetzt sollte er eigentlich direkt wieder hochfahren. Also sobald das Tesla-Logo ja kommt, kann man ja eigentlich loslassen. Und das mache ich eigentlich. Da ist es ganz klein zu... Ach, jetzt kommt's. So, da ist er wieder. Und jetzt seht ihr hier oben auch die Anzeige, dass er jetzt kein Netz hat. Und ich lasse das jetzt mal kurz laufen und dann schauen wir mal, bis er wieder Netz hat. Ich weiß gar nicht, ob man auch im Service-Mode, ob man da hätte die Räder wechseln können. Weil ich dachte eigentlich, darüber geht das, aber dann fiel mir doch wieder ein, dass das hier über den Service geht. Und dann hier Räderkonfiguration. Hier unten Räderkonfiguration, da könnt ihr das dann machen. Wo ihr auch übrigens den Reifendruck checken könnt. Das war ja früher, war das ja mit Reinwischen hier unten. Aber wir wissen ja, Tesla öfter mal etwas ändert. Ja, so, jetzt warten wir noch ein bisschen. Ansonsten würde ich das jetzt kurz anhalten und dann gleich noch mal reingehen, wenn er da wieder drin ist. Ich denke, so machen wir das auch. Wir warten jetzt nicht extra. Okay, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt extra drauf achten wollen, aber es ging jetzt doch relativ schnell. Ich zeige es euch mal eben. Also, und das Spotify ist jetzt noch nicht mal so wichtig. Man sieht es aber hier. Und da ist jetzt die Anzeige korrekterweise auf LTE und auch das, was ich hier immer so habe, also mindestens 3 bis 4 Balken und 5 habe ich sogar auch schon hier des Öfteren gesehen. Und wie gesagt, mir fällt es halt nur deswegen auf, weil ich halt auch tatsächlich immer sehr viel Spotify höre und dann halt auch mal das ein oder andere Lied vielleicht mal raussuche oder die Playlist raussuche. Und deswegen fällt es mir eigentlich nur auf. Also ich lasse es auf jeden Fall mal. Ich habe nächste Woche Dienstag mittags habe ich einen Termin bei Tesla und dann werde ich das Ganze mal
checken lassen. Ich weiß nicht, was die checken können. Die können mit Sicherheit mal Diagnose zieren. Ihr wisst schon. Einfach mal checken, was da los ist. So, ja, das soll es gewesen sein für das Video. Wie gesagt, kleines Update, Tesla, und bin ich noch zufrieden? Ja, sicher bin ich noch zufrieden. Und ja, ich würde sagen, wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gern wie immer einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, wenn du dich für Tesla interessierst und auch was für Probleme es damit gibt. Denn hier wird nichts verschönt. Hier wird auch über Negatives gesprochen, aber trotz alledem bleibe ich natürlich Fanboy. Und ja, lass auf jeden Fall ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Daumen nach oben wäre halt natürlich auch super nice. Und in diesem Sinne bin ich wie immer raus und sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers. Yeah.